Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, will vielleicht das kurz aufgreifen, was die Kollegin Quinten ausgeführt hat. Ich glaube, vorab muss man aber erstmal feststellen, dass die Situation, die aktuelle Situation für viele Beamtinnen und Beamten überhaupt nicht zufriedenstellend ist. Lange Bearbeitungszeiten, es muss mit erheblichen Geldern in Vorlage getreten werden. Die Beamtinnen und Beamten warten auf die entsprechende Rückerstattung. Also deswegen ist der Ausgangspunkt für die heutige Gesetzesnovellierung erstmal eine große, gravierende Problemstellung für viele Beamtinnen und Beamten im Saarland, dem man begegnen muss. Deswegen kann ich sagen, dass wir vom Grundsatz den heutigen Gesetzentwurf, der ja auch noch in großen Teilen in der Großen Koalition damals erarbeitet wurde, federführend unter Peter Strobel und der damaligen Staatssekretärin, dort sind viele gute Dinge, die jetzt aufs Gleis gesetzt werden. Sprich die Übertragung der Beihilfegewährung, der Beihilfesachbearbeitung, alles was dazugehört auf die Postbeamtenkrankenkasse, digitale Möglichkeiten der Beihilfebearbeitung, all das unterstützen wir, all das begrüßen wir. Der kleine Wehmutstropfen, da ist der Kollege Dörr eben drauf eingegangen, dass wir jetzt mit einem halben Jahr Verzögerung erst starten können. Ich sage mal, die Sachargumente sind dort im Ausschuss vorgetragen worden. Das muss man akzeptieren, auch wenn es, sage ich mal, für die Kolleginnen und Kollegen, ich bin selber von Haus aus Beamter, ein Stück weit unbefriedigend ist. Ich komme jetzt aber zu dem großen Bedauern. Im Grunde genommen der Geschäftsordnungsantrag von heute Morgen, ich muss es nochmal aufgreifen, weil sprichwörtlich durch diesen Abänderungsantrag ein wirklich gutes Gesetz sprichwörtlich kontaminiert wird. Es wird wirklich durch diesen Abänderungsantrag, und leider waren die Kolleginnen und Kollegen ja nicht bereit, hier ein ordentliches parlamentarisches Verfahren nochmal herzustellen, in dem dem Absetzungsantrag gefolgt werden würde. Das bedauere ich wirklich sehr, denn dadurch geraten, man muss es hier nochmal sagen, parteipolitische Spielchen in den Vordergrund. Es sind sachfremde Erwägungen, die dazu geführt haben, dass dieser Abänderungsantrag in einer Nacht- und Nebelaktion in den Innenausschuss reingekommen ist und dass eben die Besoldung eines politischen Beamten reingeschoben wurde. Ich kann nur noch mal feststellen, das ist wirklich ein grober Verstoß gegen parlamentarische Abläufe. Ich gucke auch zu den jungen Kollegen. Ehrlich gesagt, wisst ihr das? Das ist nicht in Ordnung. Parlamentarische Rechte wurden verkürzt, sie wurden beschädigt. Und ich will natürlich deswegen auch ganz offen hier, jetzt und heute an Sie die Frage stellen. Sie sind also bereit, parlamentarische Rechte bzw. die Verkürzung von parlamentarischen Rechten in Kauf zu nehmen, nur damit ein Kollege von Ihnen, ein Sozialdemokrat, 3 Monate vorher in die entsprechende Besoldung angehoben werden kann. Denn heute haben wir in erster Lesung das Saarländische Besoldungsgesetz eingebracht. Deswegen bitte ich hier, heute und jetzt diese Frage zu beantworten. Das steht nämlich im Raume, liebe Kolleginnen und Kollegen. Will dann auch, liebe Sandra Quinten, noch mal auf die Argumente eingehen, die heute Morgen gebracht wurden. Dort ist nämlich eine Sache definitiv falsch dargestellt worden, nämlich was mit der Stelle passiert ist. Die Genese war wie folgt. Heute Morgen hat der Staatssekretär Bischoff ja auch hier bei uns gewohnt, bei der Beratung des Mediengesetzes. Also, Originalargumentation der Landesregierung, gucke hier auch gerne zur Ministerpräsidentin, war, dass diese B7-Stelle von ehemals dem Innovationsbevollmächtigten Amar Alkaser angehoben wird auf die B8 für die Staatssekretärsstelle von Herrn Bischoff. Soweit, so gut. Haben wir dann auch ohne groß das zu thematisieren mitgetragen. Dann ist aber schon das erste problematische Verhalten gekommen. Auch in einer Nacht- und Nebelaktion ist bei den Haushaltsberatungen, ohne dass es im Haushaltsausschuss explizit nochmal erwähnt wurde, eine neue, eine zusätzliche B7-Stelle geschaffen worden. Das ist Fakt. Und jetzt muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das in einer Zeit, wo wirklich, wir reden hier über ein Intendantengehälter und so weiter, wo die Öffentlichkeit ganz genau hinschaut, wie verhält sich auch eine Alleinregierung. Und da muss man einfach feststellen, dass ein zusätzlicher politischer Beamtenjob geschaffen wurde in einer hochdotierten Besoldung. Und Klammer auf, ich kann Ihnen eine ganz ordentliche Antwort darauf geben. Wie war es denn in der Vergangenheit? Da hat der Chef der Staatskanzlei, Henrik Eitel, damals die Bevollmächtigtenstelle in Berlin mitgemacht. Und das wäre auch hier ein Weg gewesen, um keine zusätzliche Stelle zu schaffen. Dann hätte der Strategiebevollmächtigte, dessen Notwendigkeit, kann man über alles reden, ja?
die hätte dann auf der vorhandenen B7-Stelle erfüllt werden können, aber dann hätte ja Kollege Lindemann eben als Bevollmächtigter den Job in Berlin mitmachen müssen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht also auch anders, es geht also auch besser. Und dann muss ich noch eine Sache richtigstellen und sozusagen erwidern auf die Vorwürfe vom Kollegen Commerson, weil das wirklich persönliche Vorwürfe gegen den ehemaligen Innovationsbevollmächtigten Amar Alcazar war. Ich will schon sagen, dass Herr Alcazar wirklich viele, viele Dinge, und ich will nur zwei beispielhaft nennen, das Riesendigitalisierungsgesetz, was wir im Landtag hier angeschoben haben, 2021, wo über 1000 Einzelfälle in Gesetzen korrigiert wurden, wo digitale Verfahren auch eingeführt wurden. Das ist nur ein Beispiel. Zweites Beispiel, das gute Konzept im Bereich Wirtschaftspolitik, Satex-Cycle etc. Also ich will schon sagen, Ehre wem Ehre gebührt. Und aus unserer Perspektive hat der damalige Innovationsbevollmächtigte Amar Alcazar einen guten Job gemacht für unser Land. Ich will abschließend einfach nur noch mal feststellen, wegen dieser Kontaminierung, so habe ich es eben genannt, nenne es jetzt wieder, durch den Abänderungsantrag, durch den sachfremden Abänderungsantrag, kommen wir leider zum Ergebnis, dass wir heute dem gesamten Gesetzgebungsverfahren nicht zustimmen können. Das bedauern wir sehr, und was noch passiert, das müssen wir noch in Ruhe beraten. Herzlichen Dank.